Mieterinnen und Mieter. Mein Name ist Monika Schmidt-Balzert. Ich bin vom Deutschen Mieterbund, Landesverband Bayern. Soll aber auch beste Grüße vom Mieterverein München mitbringen, an die Sie sich natürlich in Mietrechtsfragen immer gerne wenden können. Ich möchte anschließen an den Matthias Weinzierl, der schon gesagt hat, wer kämpft, kann gewinnen, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und deswegen finde ich es toll, dass Sie sich zu einer Hausgemeinschaft zusammengeschlossen haben, die sich hier gegen die Vermieter und gegen die politischen Geschichten wehrt. Aus meiner Erfahrung, Hausgemeinschaften sind wichtig. Schauen Sie, dass Sie die Hausgemeinschaft gut bewahren, weil ich habe auch erlebt, dass die, je nachdem, wie sich das entwickelt, auseinanderbröckeln. Also da ist Gemeinschaftssinn wirklich, wirklich wichtig. Wir sind ja heute da wegen des Housing Action Days gegen Zwangsräumungen. Es gibt nicht nur die Zwangsräumungen, weil Mieter die Miete nicht mehr bezahlen können, sondern es gibt auch die sogenannte Gentrifizierung, die im Prinzip auch eine Zwangsräumung ist. Und die kann entstehen durch Mieterhöhungen, durch Modernisierungen, machen wir uns nichts vor, und aber auch durch Abriss. Und da möchte ich Sie auch wirklich darauf hinweisen. Ich meine, es ist schön, wenn die Modernisierungserhöhungen auf 3 Euro gedeckelt sind, aber bei einer 70 Quadratmeter Wohnung sind es im Monat 210 Euro. Wer hat denn dieses Geld einfach aus der Tasche, wo er sagt, na klar, lieber Vermieter, nimm doch einfach einmal meine 200 Euro her. Funktioniert nicht. Ja, es gibt die Mietpreisbremse, aber die hat in Bayern lange Zeit nicht gezogen, weil die Verordnung unwirksam war. Sie zieht jetzt nicht, weil sie keiner mehr ziehen mag, weil es einfach viel zu kompliziert ist. In München steigt der Mietspiegel sowieso ständig. Also auch der neue Mietspiegel, der jetzt vor einer Woche rauskam, hat eine Mietsteigerung von um die 3%. Das spüren Sie alles in Ihrem Geldbeutel und das gerade in Corona-Zeiten. Und auch hier hat die Bundesregierung kläglich versagt. Ich will jetzt kein großes Politik-Bashing machen, aber wir haben die Corona-Krise, wir haben eine nicht funktionierende Mietpreisbremse, wir haben kein Kündigungsmoratorium mehr, das ist ausgelaufen zum 30.06. aufgrund der Corona-Pandemie. Und der Freistaat weigert sich, ebenso wie die Bundesregierung, einen Sicher-Wohnen-Fonds einzuführen. Ja, wo sind wir denn auf gut Münsterisch gesagt? Es funktioniert nichts mehr. Und was bei Ihnen jetzt hier konkret passiert, ist, dass Luxuswohnungen gebaut werden. Wir brauchen Wohnungen, wir brauchen auch, aus meiner Meinung, Nachverdichtung. Aber doch keine Luxuswohnungen, die wieder nur die oberen 10.000 sich leisten können und was dann auch zur Verdrängung der angestammten Wohnbevölkerung führt. Da braucht es Lösungen. Erhaltungssatzungen sind nett, aber ein sehr stumpfes Schwert. Das weiß ich aus 20-jähriger Erfahrung beim Mieterverein auch. Es nützt nichts. Milieuschutz bringt auch wenig. Und deswegen halten Sie zusammen, kämpfen Sie dagegen an. Und wir vom Deutschen Mieterbund sorgen dafür, dass Sie rechtlich beraten sind. Und der Landesverband und der Bundesverband, wir machen uns auf der politischen Ebene für Sie als Mieterinnen und Mieter stark. Viel Erfolg bei Ihrem Kampf. Und wenn Sie was brauchen, dann melden Sie sich.